Dort, wo eine hohe Kultur ist, ist leicht die Gefahr, dass sie dekadent, überheblich, arrogant wird und nicht mehr bestrebt ist, sich das Wissen anzueignen. Wenn wir die ägyptische Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass es dort auch einen Niedergang gegeben hat. Wir verwenden heute das Dezimalsystem, geben Größen an in Meter und nehmen nicht in Bezug auf das ursprünglich verwendete Maßsystem. Ein amerikanischer Fuß, der aus 12 Zoll besteht, ist 1200 durch 3937 Meter lang. Würden wir jetzt diesen Fuß umrechnen in einen einzigen Zoll, müssen wir das durch 12 teilen und mal 100 nehmen, wenn wir es in Zentimeter umrechnen. Und da kommt eigentlich eine Formel raus, 1 durch 0,3937. Und jetzt kommt eigentlich das Verrückteste an der ganzen Sache. Wenn man das ausrechnet, gibt es eine Ziffernfolge, die beginnt mit der Größe, die wir heute kennen als die Länge des Zolls, 2,54 cm. Dann kommt 0, 0, 0, 5, 0, 8, 0, 0, 1, 0, 1, 6 und so weiter. Wenn man das genauer analysiert, stellt man fest, da drin ist eine Verdopplungsfolge. Jede nachfolgende Zifferngruppe ist genau doppelt so groß wie die vorhergehende. Und da, wo ich das entdeckt hatte vor Jahren, war mir klar, mein Gott, das ist ja was ganz Ungewöhnliches. Wieso ist ein Zoll mit so einer ungewöhnlichen Mathematik behaftet, die uns regelrecht in Erstaunen versetzt? Der Zoll war bereits den alten Ägyptern bekannt. Wer die Erbauer der Pyramiden in Gizeh waren, ist keinesfalls abschließend geklärt. Doch eine genauere Betrachtung der verwendeten Planmaße offenbart eine geheimnisvolle, auf hohem Niveau stehende Mathematik. Wenn man alles genauer betrachtet, sieht man, es gibt solche Verflechtungen mit Maßen, mit Zahlen, die immer wieder auftauchen. Es ist wie ein homogenes Konzept, wo man sagen muss, es ist schon Sternenmathematik.